Hier spricht der Direktor an alle Schüler und das gesamte Personal. Wer es schafft, Herr Bergmann zur Strecke zu bringen und seinen leblosen Körper in mein Büro zu bringen, wird belohnt werden. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Also ich und Herr Schmidt sind erstmal so, ja? Egal, was die Medien sagen, wir haben einen Lünden zusammengetrunken und dann war alles klar. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, woher der Levelersteller diese Informationen haben möchte. Sie sind falsch. So. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Wheels und wir legen direkt los mit ein paar Leveln von euch. Und zwar, wo haben wir letztes Mal aufgehört? Ich weiß, es war noch ein bisschen Trouble in Terrorist Town dabei. Wo waren wir denn? Da. Pogo? Nee, Pogo auch nicht. Obstacle Course. Jetzt haben wir's. Von Paypril. Moin Bergi, viel Glück bei meinem Level. Lieben Gruß, Paypril. Und schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Bewertung. Obstacle Course. Ich weiß, ich sage es ziemlich oft. Mag ich ja doch sehr, sehr gerne. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir gleich wieder die bösen Scheren. Da habe ich sie doch schon einmal einen Blick erluschern dürfen, wollte ich eigentlich erst sagen. So, schauen wir mal, dass wir aber überhaupt erstmal zu den Scheren hinkommen. Denn gerade stellen wir uns ein bisschen blöd an im Level von Pay. So. Ach, Mann. Ein hervorragender Start, kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Hier kommen übrigens Easy Going rüber. Ich dachte, das wäre viel schwerer. Ich mag es ja, wenn die sich verkeilen. Das sieht ja immer so lustig aus. Auch wenn das natürlich alles andere als lustig ist, denn der Tod, egal ob gespielt. Ich glaube, ich muss da durchheizen, kann das sein? Probieren wir es einfach mal. Ja, das war ganz gut gemacht. Aber vielleicht jetzt noch richtig getimed. Und dann haben wir es auch. Pass auf, und zwar jetzt. Okay, und hier einfach rüber. Da hätte ich nicht bremsen dürfen. Aber gut. Ist noch alles easy. Der gute alte Bottle Run. Okay, alles klar. Hier werden wir abgebremst. Hat er an alles gedacht. Hier grinden wir ein bisschen. Okay, jetzt kommt ein Looping. Oder was? Nee, hier ist ja schon eine Victory. Das war auf jeden Fall, pass auf Leute, das war ein in sich geschlossenes Level, muss ich wirklich mal sagen, wo er wirklich total bedacht die Elemente gesetzt hat. Am Ende noch diesen Stopper, damit man nicht über den Victory rüberfliegt. Auch nicht 1000 Speedo-Dinger übereinander, sondern so Turbo-Dinger übereinander, sondern 10. Genau abgeschätzt, vermutlich oft genug getestet irgendwie, wie schnell wird Birgi ungefähr sein. Richtig, richtig klasse. Dementsprechend auf jeden Fall eine 1. Einfach weil das Level so schön durchdacht war und wirklich einfach gut gebaut war. Es war nicht außergewöhnlich, es war nichts Besonderes, aber es war einfach als Level super gestaltet, super durchdacht und gebaut. So, machen wir weiter mit Herr Bergmann Neon von Real Lazy Lars. Und er schreibt, hey Bergi, das ist mein erstes Level für dich und natürlich hoffe ich, dass es dir gefällt. Gib ihm doch bitte eine Note mit freundlichen Grüßen, Lazy Lars. Ich hoffe, du bist beim Levelbau nicht so lazy gewesen, mein Lieber. Oha, da sind auf jeden Fall einige Höllenschlunde, die uns mit bösen, bösen Pfeilen bewerfen. Da sehe ich auch die ein oder andere Mine, die du da für uns bereitgelegt hast. Und natürlich die obligatorische Harpune, die uns am Ende wieder zum Verhängnis wird. Kein Problem, wir sind natürlich weiterhin hochmotiviert, auch wenn mir diese guten alten Pfeile langsam extremst auf die Nerven gehen. Das ist natürlich extrem dumm, weil ich hier neuerdings, ich habe ein Programm installiert, das immer einen kleinen Pop-up auslöst. Oh Gott, ihr habt gerade mehr gesehen als ich. Und jetzt haben wir gerade einen Happy Wheels Dude. Ja, das war natürlich herrlich, aber okay. Wir haben es trotzdem geschafft. Da hätte natürlich am Ende den Stopper ganz gut getan, dass ich auch die Möglichkeit gehabt hätte, Z zu drücken. Trotzdem finde ich es sehr, sehr schön. Real Lazy Lars. Und dementsprechend kriegst du von mir eine obligatorische 3. Genau wie die obligatorische Harpune, die du da eingebaut hast. Nein, ich fand es sehr schön. Gerne mehr davon, auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Herr Bergmann. Limbo-Höhle von Plex L. Martin. Hi Bergi, ich habe mein Level nochmal hochgeladen, weil ich im Namen des Limbo vergessen hatte. Hier mein erstes Level für dich. Bitte grüß bitte deinen Bildschirm von mir. Lieben Gruß Pixel Martin aus Österreich. Lieben Gruß nach Österreich zurück. Und hier schauen wir nochmal, was uns hier erwartet. Hi Bergsmann, das ist mein erstes Level für dich. Ich hoffe, du hast Spaß. Okay, schauen wir mal. Das sieht alles noch machbar aus. Okay. Limbo war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss mal kurz gucken. Hier öffnet dieses Pop-up. Wen nehme ich hier gerade? Jetzt mache ich aber einige Fehler. Es tut mir leid, Leute. Da habe ich ein bisschen blöd angestellt. So. Neuer Versuch. Zack. Ich wollte eigentlich sagen, dass Limbo ein sehr, sehr schönes Spiel war. Ich habe es relativ spät gespielt.
fand es dann aber doch extrem schön. Und ich bin gerade ein bisschen... Oh, ich raste aus. Ich kriege nämlich hier unten gerade eine Nachricht, deswegen bin ich gerade abgelenkt. Ich überlege gerade, ob ich kurze Pause mache, aber nein, ich bleibe professionell und konzentriere mich jetzt hier einfach auf das Gameplay. Ich muss aber sagen, dass wir schon öfter Limbo-Level hatten, deswegen ich auch gerade im Überlegen war, ob wir das eventuell schon hatten hier. Weil so anders... Oh, komm, Rentner! Eieiei! Okay, jetzt schnell! Oh, okay, das haben wir. Weil so anders als die anderen sieht es eigentlich gar nicht aus. Könntest du jetzt mal bitte, mein lieber Freund, jetzt was macht er denn hier? Er ist hier komplett out of control, liebe Freunde. Und jetzt, ey, hallo. Opi, wir beide werden nicht so recht. Ach, guck mal hier. Wenn ich dir nur... Oh, nein! Ach, du bist doch echt ein... Oh, der Opa geht mir richtig auf die Nerven. Ich sag's euch ganz ehrlich. Der ist immer so ein bisschen bockig irgendwie. Und das gefällt mir nicht so richtig. So, zack. Hätten wir da eigentlich auch noch links gekonnt? Man weiß es nicht. So. Und warum kriegen wir hier so mega Speed drauf plötzlich? Ich understand nicht, was hier läuft. So, Opa. Oh, Alter. Da haben wir wieder Kopf und Kragen riskiert. Das habe ich ganz vergessen, dass wir das noch hatten hier. So, genau. Sehr schön. Opi. Opium. Mann! Jetzt bleib doch einfach genau. Und jetzt fährst du einfach ganz easy going hoch. Ganz easy going. Genieße die Fahrt. Genieße sie. Und jetzt. Oh! Oh! Okay, das haben wir auch alles. Oh Mann, ey. Was für eine schwere Geburt. Ich habe ein bisschen nervös gemacht, das Level. Ihr wisst warum. Machen wir weiter mit der Bergmann Landschaften von Trator 3D. Trator. Hey Baggy, hoffe, dir gefallen die Landschaften in diesem Level. Ist mein zweites Level. Ich habe mir Mühe gegeben. Liebe Grüße auch an Frau Bergström. Liebe Grüße. Und an Marty. Marty, liebe Grüße. Und an Indy. Moment mal, Indy steht ja gar nicht da. Keine Grüße an Indy. Und Lotte leider auch nicht. Schaut doch mal vorbei, mache es seit circa eineinhalb Monaten auf YouTube. Dass du den lieben Indie nicht gegrüßt hast, finde ich schon mal ein bisschen traurig, seid ihr ganz ehrlich. Herr Baggy, hoffe dir gefällt das Level, liebe Grüße auch an. Was hatten wir gerade? Du. Jetzt gucke ich mal. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du hier einfach nur was auf die Schnelle hingeklatscht hast, um ein bisschen Werbung zu machen für deinen Kanal. Ja. Schade, wieso hat das denn so eine gute Bewertung? Hat das überhaupt eine gute Bewertung? 6 Votes? Fand ich nicht so gut. Tut mir leid. Machen wir weiter mit der Bergmann-Klassenkampf von Daimama666. Hallo Berge, in diesem Level versuchen deine Schüler aus einem unbekannten Grund dich zu töten. Was? Du musst überleben und den Verantwortlichen finden. PS, wäre nett, wenn du mein Level in Schulnoten bewerten würdest. Schauen wir mal. Okay, das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Rebellion. Erster Fehler. Meine Klasse würde niemals Rebellion so schreiben, wie es da an der Tafel steht. Allgemein die ganze Rechtschreibung. Das gibt es bei Bergmann nicht. Er konnte uns nicht mal Rechtschreibung beibringen. Vernichtet an Nieder mit der Bergmann. Roter Bergmann. Schwarz ist der Schüler und blau der Direktor und grün ist Paluten. Okay, mal gucken, was Paluten, der ist ja Physiklehrer. Mal gucken, was er da gleich noch zu melden hat. Tötet ihn. Er soll natürlich mal ausrasten hier. Oh! Ungünstig gestolpert, tut mir leid. Da können wir natürlich alle nichts für. Da hat uns das kleine Mädchen, das war die Vicky. Vicky ist so ein bisschen aufmüpfig, muss man leider sagen. Das ist aber auch die Pubertät da, die momentan komplett Einzug hält in der ganzen Klasse. Oh, guck mal, Timmy. Jetzt haben wir das Hackebei. Ja gut, haben wir schon wieder verloren. War ein kurzer Spaß. So, Timmy danced hier noch so ein bisschen rum. Ich glaube, der will hier auch ein bisschen Claudia beeindrucken. Und Claudia und Vicky haben uns jetzt hier beide ziemlich in der Hand, wenn man mal ehrlich sein möchte. Okay, den Kevin hat es gerade ein bisschen zerrissen. Aber der war immer ein bisschen tollpatschig. Oh, stirbt, dreckiger Bastard. Na, jetzt wählt aber mal nicht frech. Also das ist wirklich völlig abwegig, dass das auch nur ansatzweise meiner Klasse entsprechen kann. Und das ist jetzt wirklich eine skurrile Situation. Schaut mal, das Messer hält uns am Tisch fest. So, jetzt haben wir Tim. Tim kommt rein theoretisch nochmal näher. So, ist es so ein bisschen dippenmäßig jetzt gerade. Pass mal auf, dann nutzen wir das doch einfach aus. So, zack. Ey, das ist doch... Also manchmal überrascht mich diese Spielmechanik von Happy Wheels jetzt immer wieder. Im positiven Sinne. Komm her, Bergmann. Ich bin das Legendäre, na, Karate Kid. Ja, pass mal auf. Dann lassen wir uns gar nicht auf den Kampf ein. Sondern wir schieben einfach hier den Leichenberge unserer ehemaligen Schüler voran. Oh, Lautsprecherdurchsage. Sehr schön illustriert.
Hier spricht der Direktor an alle Schüler und das gesamte Personal. Wer es schafft, Herr Bergmann zur Strecke zu bringen und seinen leblosen Körper in mein Büro zu bringen, wird belohnt werden. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Also ich und Herr Schmidt sind erstmal so, ja? Egal, was die Medien sagen, wir haben einen Lütten zusammengetrunken und dann war alles klar. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, woher der Level-Ersteller diese Informationen haben möchte. Sie sind falsch. So, jetzt kurz antocken. Huh? Angezeugt. Bergmann, du hast keine Chance gegen uns, das mächtige Axt-Trio. Da würde ich mal sagen, habe ich gerade mal glasklar das Gegenteil bewiesen. Schnell, komm rein, Bergi. Das Palle, Klassenlehrer Paluten, Klasse 25Z. Okay, 1 plus 1 gleich 55. Ich merke, Paluten hat ähnliche Probleme als in der Klasse wie ich. Die Hauptstadt von Amerika ist America City. Natürlich, das hätte Amerika vermutlich gerne so. Aber so ist es nicht. Und wir sind ja auch nicht ganz frei davon. Hashtag Germania. Der Erste Weltkrieg begann am 36. Februar 1666. Das ist auch nur knapp verfehlt. Was willst du mir sagen, Paluten? Achso, nee, okay, jetzt kommt ein krasser Dialog. Bergi, ich muss dir schnell etwas erzählen. Was willst du mir sagen, Paluten? Wir haben nicht viel Zeit, also hör genau zu. Was? Nein, Paluten! Ich werde dir jetzt verraten, wer sich hinter der Identität des Direktors befindet. Hör genau zu, ich habe keine Zeit, es dir ein weiteres Mal zu sagen. Bist du bereit? Der Direktor ist... Mach jetzt endlich, okay. Es ist ziemlich abgefahrene Stissel, die hier gerade passiert. Paluten wollte uns eigentlich erzählen, wer hier der Direktor ist. Offenbar ist der Direktor... Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wer der Direktor sein sollte, aber ich habe so den Verdacht, dass es irgendwas mit Ananassen zu tun haben müsste. Möchte mich jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und irgendwie sagen, dass es eventuell mit einem alten Bekannten zu tun haben könnte. Oh Gott. Paluten, dieser Narr. Glaubt einfach, dass er mich verraten kann. So wie es ihm jetzt ergeht, würde es auch dir weitergehen. Komm in mein Büro, wenn du nicht zu viel Angst hast, um mich aufzuhalten. Ich muss ehrlich sagen, ich muss auch revidieren. Die Geschichte, dass ich mit dem Direktor einen Lütten getrunken habe, ist gar nicht wahr. Ich habe den Direktor einfach noch nie gesehen. Direktion. Komm herein, Bergi. Ich habe dich erwartet. Ich werde dich ein für alle Mal aufhalten, Andi. Hier wird es enden, Bergmann. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Der finale Kampf. Zack. Ananas, erstmal kurz. So ein bisschen. Wir müssen echt aufpassen jetzt. Ich weiß, ich habe echt nicht so richtig... wir müssen echt mit dem Kopf aufpassen. Ich habe keine Ahnung, wie wir den jetzt besiegen sollen am besten. Wir haben natürlich auch nicht hier wirklich die Chance. Ich müsste irgendwie die Ananasse... Ja! Ja! Da fliegt er. Da wird's er... Nein! Die letzte! Nein! Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Leg dich ein bisschen, ja? Wir schaffen das. Wir schaffen das. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Ich meine, wir haben Andi besiegt. Das habt ihr alle gesehen. Leute. Das muss ich erstmal verarbeiten jetzt. Auch ich bin ein Mensch mit Gefühlen. Und auch... nun mal der Problematik natürlich auch nicht alles auf einmal wegstecken zu können. Und da das jetzt tatsächlich schon ziemlich realer Stissel war und eigentlich so auch ähnlich, wobei, was heißt ähnlich, genau so die Tage in der Schule stattgefunden haben, es dementsprechend sehr nah an der Realität dran ist, muss ich das erstmal jetzt für mich verarbeiten. Möchte euch dementsprechend auch jetzt einfach in eine Freistunde entlassen und sagen, pass auf Leute, nehmt euch den Rest des Tages frei, macht noch eure Hausaufgaben, macht noch Seite 23 A, B und auf Seite 24 wäre noch ganz cool, wenn ihr da Aufgabe 3, 4, B, C und D macht. A könnt ihr auslassen, die ist nicht ganz so wichtig, die ist für Noobs. Also nur wer wirklich Probleme mit der Thematik hat, der kann noch A machen. Aber ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Hausaufgaben macht. So, in diesem Sinne, viel wichtigere Hausaufgabe ist, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Ich fand das Level hier gerade super genial. Kriegt eine 1, sag ich dir ganz ehrlich, dein Mama 666. Fand ich sehr, sehr schön. Hat mich sehr gut unterhalten. Gerne öfter davon, gerne mehr davon und gerne öfter so welche Story-Level, wie gesagt, die mag ich super gerne. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da. Wir hören uns heute Abend bei Minecraft. Bis dahin, tschüss, euer Bergmann.